Schönen guten Tag. Dieses Jahr ein bisschen verspätet eine Revue zur Gesellenprüfung in der Theorie und der Praxis. Was ging also dieses Jahr so schief? Erstmal meinen herzlichen Glückwunsch nochmal an alle neuen Gesellinnen und Gesellen. In der Theorie gab es so ein paar Dinge, die ein kleines bisschen schief gelaufen sind. Es war aber nicht so dramatisch. Also im Wesentlichen ist die Theoriearbeit dieses Jahr nicht schlechter ausgefallen als die Jahre davor. Die am schlechtesten beantwortete Aufgabe war zum Thema Trockenbau. Da ging es um die Arbeit mit Tabellen. Also wenn zum Beispiel F30 vorgegeben war, dann sollte man eine Konstruktion aussuchen anhand von Herstellerunterlagen. Da hätte man in der Tabelle die richtige Konstruktion finden müssen. Und das war ein Teil der Aufgabe, der offensichtlich nicht ganz einfach war. Dann mussten Wandflächen berechnet werden und daraus dann der Materialbedarf bestimmt werden, auch wieder mit Hilfe von Materialbedarfstabellen. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann sollte eine Skizze gezeichnet werden von dem Wandaufbauten, die jetzt tatsächlich gewählt wurden. Und dabei haben dann einige angefangen, was zu skizzieren, was so als Isometrie da sein sollte. Und wenn man so einen Wandaufbau als Isometrie darstellt, dann muss man schon sehr genau zeichnen, sehr genau skizzieren, damit das wirklich aussagekräftig wird. Viel einfacher ist es da, einen Wandschnitt zu nehmen und sich da dran zu orientieren, was auch in den Herstellerunterlagen ist, und da dann den Wandaufbau reinzubauen. Hier mit den C-Profilen und den Gipskartonplatten an den Seiten. Wichtig ist, dass alles, was wichtig ist, dann tatsächlich da drin zu sehen ist. Also hier sieht man schon Gipskarton, C-Profil und jetzt noch die Dämmung. Bei der Dämmung ist wichtig, dass sie nicht den gesamten Hohlraum ausfüllt, damit das für einen Schall ideal ist. Also hier immer darauf achten, was soll dann wirklich gezeigt werden und was soll nicht gezeigt werden. Und im Zweifelsfall noch die Teile, die da drin sind, dann beschriften oder beschreiben, dass das auch ganz eindeutig ist. Der zweite Teil, der dazu geführt hat, dass tatsächlich auch einzelne Leute durchgefallen sind, war die Berechnung der Dachlinien. Hier muss man sicher gehen, dass man einen Grat, einen Sparren, eine Kehle und vielleicht auch einen Verfall berechnen kann und das im Zweifelsfall ganz, ganz oft üben. Es gibt ganz, ganz viele Übungsaufgaben auf meinem Kanal und auch in den Schulbüchern. Das ist ein Teil der Prüfung, der, denke ich, auch in anderen Innungen durchaus relevant ist. Und das Letzte ist, dass die Schiftungszeichnung bei einigen Leuten sehr schief gelaufen ist. Und hier hilft wirklich nur, das zu üben. Wenn man nicht genau verstanden hat, worum es bei der Schiftung ging, dann müssen die Standardbauteile so lange geübt werden, bis das auch ohne tiefes Verständnis möglich ist, das zu zeichnen. Sonst kann man die Gesellenprüfung halt nicht bestehen, leider. Also mit den Standardbauteilen, das wäre für mich ein Gratsparren, ein Kehlsparren und vielleicht eine Kehlbohle. In der praktischen Prüfung sah es ein bisschen anders aus. Das war eine sehr schlechte praktische Prüfung vom Bestehen der Auszubildenden. Es waren folgende Sachen vorgegeben eigentlich. Ich skizziere das hier einmal kurz. Einmal der Grundriss von dem Modell. Hier sollte so ein kleines Stück Fürstfette gesägt werden, ein Mittelschifter, dazu dann ein Gratspann, das Ganze bei ungleicher Dachneigung und ich glaube noch ein Anfallgebinde und vielleicht auch noch ein Schifter. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber so oder so ähnlich sah das Ganze aus. Dazu waren beide Profile vorgegeben mit entsprechender Vermaßung. Es war im Prinzip also alles vermaßt. Einmal das Hauptdachprofil und dann das Walmdachprofil. Im Walmdachprofil als kleine Besonderheit war tatsächlich die Seiten an sich gezeichnet und nicht nur das Profil. Das heißt, hier wurde dieses Fettenstück, Entschuldigung, komplett reingezeichnet, sodass das gesamte Profil da war und eigentlich alles übernommen werden konnte.
Also ein Gradspann, Lot-Waage-Abschnitt, ungleiche Dachneigung. Das größte Problem war tatsächlich dann die Fürstfette im Walm. Diese Darstellung, die haben viele von den noch Auszubildenden nicht verstanden. Und deswegen kam es dazu großen Zeitverzug, der tatsächlich schon in der Schiftungszeichnung dann auftrat. Wenn man hier sich im Grund die Fette anschaut, dann kommt die ja aus dem Hauptdach und läuft in das Walmdach rein. Das heißt, hier in den Hauptdachprofil guckt man auf die Fette drauf, die ist also geschnitten und wird, also die Lage bzw. Höhe wird von dem Obholz festgelegt. In dem Walmdachprofil läuft die Fette ja in diese Richtung rein, die ist nur einmal geklappt im Verhältnis zum Draufsicht und war hier auch dementsprechend vermaßt. Hier wird also nicht mehr die Fettenlage vom Obholz bestimmt, sondern davon, wie weit das vermaßt ist und ist fix vorgegeben. Das fiel unglaublich schwer. Warum genau, weiß ich nicht, aber es fiel unglaublich schwer und führte zum langen Zeichnen und Überlegen bei Zeichnung. Dann haben sich so ein paar Übertragungsfehler eingeschlichen, die auch wieder zu Zeitverzögerung führten. Und zwar hauptsächlich bei den Schülerinnen, die hier die Profile nicht direkt neben den Grund angeordnet haben, sondern sie irgendwo seitlich reingezeichnet haben. Das kann man natürlich machen, da muss man aber immer wissen, von welcher Traufe man misst und wo man das Ganze anordnet. Wenn man die Profile gedreht hinlegt und die Vorderkanten winkelt, also hier habe ich jetzt das Hauptdachprofil einmal ein kleines bisschen gedreht und gespiegelt, dann hat man dieses Problem mit dem Winkeln nicht ganz so extrem. Ob es daran gelegen hat, weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall beim Shifter und so Übertragungsfehler in das Profil vom Gradspann rein. Und das Dritte ist natürlich, dass einige ziemlich planlos daran gegangen sind und auch nicht so ganz genau wussten, was sie gemacht haben. Die Zeit lief dann dementsprechend weg und bei nicht wenigen war das Ausarbeiten schwieriger als gedacht. Allerdings war das nicht der Hauptfehler und nicht der Hauptgrund, weswegen Leute dann tatsächlich durchgefallen sind. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen.